Hallo schön Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. Im letzten Part haben wir Zerberus besiegt, sind hier in die Arena des Olymps gegangen, also hier in die Arena selber und haben ein bisschen trainiert. Und jetzt müssen wir wieder in die Unterwelt. Ich musste nur ein paar Einstellungen gerade treffen, weil irgendwie gehen da eben auf 30 FPS runter. Ich weiß nicht warum. Schauen wir demnächst getan. Aber jetzt läuft es wieder flüssig. Ein Glück. Ach ja. Phil! Oh mein Gott! Oh, oh! Was ist passiert? Da war dieser komische Typ, komplett in schwarz gekleidet. Ich bin ihm hinterher, aber er ist plötzlich auf mich los und hat mich K.O. geschlagen. Komplett in schwarz gekleidet! Das ist der, der das Medaillon gestohlen hat. Wohin ist er geflohen? Ich drücke X. In die Unterwelt. Er ist offensichtlich einer von den Bösen und dabei wollte ich doch nur einen Ersatz Helden finden. Für den Fall, dass Heck mal eine Pause braucht. Helden, warum sagst du das nicht gleich? Ihr kennt da jemanden? Jo. Oh, das wäre was. Hey! Also das nehme ich jetzt mal als Beleidigung hin. Erstmal die Kraftbolzen zu geben. Zack, zack, zack. So, und jetzt können wir auch endlich hier hingehen, wo vorher diese blaue Barriere war. Jetzt hätte ich vorher sagen müssen, aber egal! Interessiert keinen, who cares? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe das extra auf 30% gelassen, weil es eh nur eine kurze Cutscene war, also egal. So, oh Gott, nicht der Raum. Ich hasse die Herzlosen hier, diese fliegenden Geister, die sind... Au, au. Mama, lass das. Tschüss. Du kannst das schön sein lassen, stirb. Ich hasse euch Geister, ich hasse diese Gegner am Anfang, Leute. Die fliegen, man kann nicht so viele Luftkombinationen machen. Und wir haben auch noch starke Feuerangriffe und das geht mir auf die Nerven. Ha! Schlecht! Du bist so schlecht. Und ich werde endlich Drive wieder einsetzen können. Mano. Mann! Was? Dieser Unterweltfluch macht mir echt zu schaffen. Wir müssen das Medaillon des Olymps schnell wieder beschaffen. Jo. Das müssen wir. Hoffentlich können wir dann auch wieder Drive einsetzen. Das war doch jetzt, oder gehe ich, nee, jetzt bin ich zurückgegangen. Ey, ich hasse es, wenn die so, man das vorlesen muss, noch einmal ziehe ich schon im nächsten Raum. Ey, das verwirrt mich. Schon wieder so ein Geist. Tschüss! Du kannst sterben gehen! Bam! Oh, 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 oh. Ha! Denkst du? Haha. Oh, Level 17 erreicht. Finde ich sehr gut. So. Würde mal sagen, wir gehen erstmal da drüben zu der Kiste. Hoffentlich kommt kein Herzloser so. Bitte nicht. Ah, das ist noch eine Kiste. Oh. Ah, ja, noch eine Autobombe. Geil, jetzt kümmere mich aber erstmal um die Geister hier. Komm her. Und tschüss. Wie? Wolltest du mich angreifen oder was? Tja, du bist halt aber schlecht. Ich lasse nicht zu, dass du mich angreifst. Ha. Und das. Komm her. Dum, 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 dum. Komm, geh. Ja, er ist kaputt gegangen. So, da drüben war die Kiste. Hier und Mithril-Tropfen, okay. Dann gehen wir mal. Ey, du dummes Ding. Ab wieder der Eingang? Hä? Ah, jetzt sind wir oben bei den Kisten. Das ist ja sehr geil. Das ist geil. High Potion. Au, nein. Nein, ich will nicht wieder nach unten gelangen. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden Dune bekommen hat? Hey, Chef. Wir haben ja Abilitamin. Zack, wieder für Zora, aber Zora hat auch eine neue Ability. Oh, verdammt. Leider, leider, leider. Zu wenig AP-Points. So, ich suche mir aber den richtigen Eingang noch. Der uns weiterbringt. Der war meiner, so viel ich noch weiß. Hier, genau. Klappersoldate, was willst du? Wo ist der Geist? Okay, dann halt erst der Klappersoldat. Was?
Und da ist Donald einfach mal so tot. So tot. So. Aua. Kommst du jetzt? Küsst du jetzt so? Oh oh. Ha! Vita ist immer nützlich. Wo? Wo, dein kleiner Soldat? Tschüss! Ich werde doch noch so einen Hype-Potion geben, damit er... Das wäre jetzt so fair, wenn Donald sich jetzt automatisch wiederbeleben würde, sobald ich den Hype-Potion werfe. Hey, ich bin schon wiederbelebt. Hier, ist was mitgeheilt. Leider habe ich noch kein Vitra oder so, weil das Vitra halt auf größere Flächen und so. Damit hätte vielleicht auch Donald mit Vita heilen können. Aber Kisten. Zelt. Komm, das setzen wir einmal ein. Truhe haben wir eh genug. Energie. Ja, ja, ja. Zelt. So, wieder geheilt. Weil so viel ich noch weiß. Oh Gott, oh nein. Ich weiß, was jetzt kommt. Oh Gott. Oh nö. Genau, eine Kiste. Zack. Noch eine Abilitamin. Finde ich sehr gut. Abilitamin. Zack. Sora. Ich kann da auch Magie autorisieren. Wird den Schaden, der durch Situationskommando verursacht wird. Oder... Ja, dann mache ich erstmal hier Situationsboost. Ha! Oh nein! Bah. Hm? Ah, du! Ich hab's gleich. Roxas? Wie bitte? Roxas. Ach, Mensch. Hör mal, was willst du eigentlich? Mal sehen. Zeigt das Subjekt keine Reaktion? Gewalt anwenden, um seine wahre Gesinnung aufzudecken. Aha, also eigentlich liegt mir sowas ja eher nicht. Du bist echt seltsam. Oh! Er muss der Dieb sein! Dieb? Was für ein hässliches Wort! Erzähl uns Zauberkräfte. Ist 30? Jo, perfekt auf 30%. Ja, einer meiner Hassbosse in Kingdom Hearts 2. Der Mix. Ja, geil. Ha! Ja! Ja! Tschüss! Komm her, du komische Wassertropfe. Am besten arbeitet ihr echt mit diesem wilden Tanzsituationskommando, weil sonst ist es unmöglich eigentlich. Sonst ist das richtig schwer und ich weiß nicht, ob es dann schaffbar ist. Hat das schon jemand mal ohne Situationskommando gemacht? Also ich nicht. Ich mache das bestimmt nicht ohne Situationskommando. Das kann keiner von mir verlangen. Sowas würde ich nie tun in diesem Kampf. Tschüss! Komm her! Zack! Zack! Und nimm das! Ha. Los, komm her! Komm, es leben nur noch 14. 7. 6. Und das ist die letzte, die ich habe. Ha! Er ist tot. Roxas, komm zu uns zurück. Ja. Der Typ spinnt doch. Los jetzt! Mac braucht unsere Hilfe! Wie ich jetzt immer auf perfekt auf 50 und 30% mit einem Klick komme. So, das Millionen ein, geheimer Ansonberichte, der uns nicht interessiert, weil ich sie eh nicht vorlesen werde. Nö. Wenn ihr sie wissen wollt, was da drin steht, holt euch das Spiel selber oder so. Safen wir einmal und dann öffnen wir auch danach sofort erstmal die Kisten. So. Aber ich glaube nicht, dass die Zeit, die da steht, stimmt. Weil das hier ist gerade mal Part 19 müsste das hier sein. Wenn nicht, dann ist es jetzt hier gerade Part 20. Keine Ahnung gerade. Die Karte. Aber haben wir gerade ein Abilitamin erhalten oder so? Wie viel Abilitamin wir erhalten? Aber umso mehr APs für Sora. Okay. Dann öffnen wir mal dieses Schlüsselloch.
Okay. Wie gesagt, der Song war wieder auf 30%, weil das, wie gesagt, keine lange Cutscene war. Bei kurzen Cutscenes bleibt er auf 30%, wie jetzt zum Beispiel die hier. Ach, also das nenne ich einen Schlüssel. Kinder, danke für eure Hilfe. Und schönen Todestag noch. Sora, hinter euch! Ach, Carlo! Dumm, dass ihr hier unten so schwach seid, was? Ich mach euch platt, platt, platt! Das werden wir ja sehen. Schwach? Wenn er wüsste. Jo, greif uns mal an. Ich kann jetzt wieder Heldenform verwenden. Und denkt euch jetzt mal, was passieren wird. Genau. Fach! Hahaha. Und das. Ja, Mac, dann. Haut ab. Und du, Carlo, wirst jetzt. Donald, wie wär's, wenn du Mac auch beschützt, nicht nur ich? Bam. Okay, dann kann ich ja jetzt Mac helfen. Wo ist sie? Ach. Wo sind die Fledermäuse denn auf einmal hin? Keine mehr da. Aua. Haha, du wirst jetzt sterben, Carlo. Und tschüss. Hä? Ja, jetzt kommen auch noch Klappersoldaten. Super. Ja, Mac, ich helfe dir. Oh nein. Au. Hört auf damit, ihr Klappersoldaten. Lasst sie in Ruhe. Donald ist gerade gestorben. Entschuldigt die Verspätung. Schafft Mac hier raus. Wir treffen uns dann in der Arena. Und was ist mit dir? Ich werde den Vögeln hier mal zeigen, was eine herkulische Hake ist. Hier geblieben hier! Oh. Sora, ich lasse ihn nicht zurück. Er schafft das schon. Aber Herkules ist erschöpft. Er kann nicht immer nur gewinnen. Dann helfen wir ihm eben. Du schaffst Mac hier weg! Können wir speichern? Oder geht's sofort weiter? Jo, geht weiter. Jetzt hat Carlo wohl Muffensausen. Da. So, aber leider haben wir jetzt kein Drive mehr. Drive leer. Oder haben wir es jetzt hier? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist weiterhin leer. Aber wenn... Ja, auch nicht so schlimm. Ha. Ich kümmere mich aber erstmal um die kleinen Viecher hier. Aua. Hahaha. Vampirjäger. Ist doch immer eine schöne Sache hier. Ach, Donald, du bist tot. So ist das. Au. Oh. Okay, wir spielen mal eine Runde Flipper. Bam. Und tschüss, Carlo. Das wird jetzt, glaube ich, dein Ende sein, oder? Hoffentlich. Ja, Mann. Wow, die FPS-Zahl. Da kam gar kein Frame-Einbruch jetzt. Wow. Aber warum? Ich mochte den Ort hier sowieso nicht. Ich mache euch Nutten das nächste Mal fertig.
Heute ist wirklich ein höllisch guter Tag. Diesmal geht die Wundertüte unter, ohne Wenn und Aber. Sieh an, wenn das nicht unser aller Lieblingsheld ist, aber zum Hellen taugst du nicht mehr. Du hast abgedankt. Niemand hat etwas für schlechte Verlierer übrig, Hades. Mund halten, Schlüsseljunge! Dann bin ich ebenso frei. Fucking Punch. Niemand hat etwas für schlechte Verlierer übrig, Hades. Ja, ja, was immer du meinst. Aber hey, vielleicht sollst du besser mal nach der Hydra sehen, die du am Leben gelassen hast. Ich hab gehört, dort oben läufst du eigentlich aus dem Ruder, du Held. Warte! Ich verlasse euch nur ungern, aber ich muss mich da um einige Überraschungen für euch kümmern. Oh oh. Oh je, das kann nichts Gutes heißen. Aber erstmal Homokri Itemherstellung. Und. Och Mano, was mir immer alles fehlt, Leute. Es darf doch nicht wahr sein. Wenn es so weitergeht, bleiben wir für immer auf Level 1. Ich weiß aber nicht warum. Warum uns so viel fehlt. Safen wir erstmal ab. Speichert Spielstand. So, und jetzt gehen wir hoch zu hoffentlich ist da nichts Schlimmes passiert. Hoffentlich. Weil Hydra lebendig. Oh, das könnte böse sein. Und das werden wir jetzt sehen. Das kann doch nicht sein. Unser Held, dir geht's gut. Ich hab versagt. Du kannst nichts dafür. Ich habe alle im Stich gelassen. Hades hatte recht. Zum Helden taube ich nicht mehr. Hör auf damit, Herc. Ich hab dich keine Selbstzweifel gelehrt. Herkules, Phil hat recht. Mach dich also nicht selbst nieder. Ein schöner Held bin ich. Ja. Habt ihr vielleicht noch Platz für einen? Für drei. Tut mir leid, wir können nur eine Dreimann-Party haben. Ja, sorry, aber ihr könnt uns vielleicht so unterstützen, wenn ihr überhaupt in der Lage dazu seid und nicht zu schwach seid. Egal, jetzt kriegt die Hydra aus Maul. Komm her. Ey. Ah! Kommst du jetzt her? Ihr habt... Moment mal, das muss ich euch gleich sagen. Ihr seht ja hier den schwarzen Rauch, wenn ich die Hydra angreife. In der japanischen Kingdom Hearts 2 Version, also nicht im Final Mix, in der normalen japanischen, kommt da grünes Zeug, grüner Schleim raus. Also als wäre so grünes Blut in der Art. Und Guillotine, zack! Jo, ich schleiche schon auf die Hydra. Sora auf die Hydra. Auf die Hydra, Sora. Fizz, zweierlei. Und... Zack! So, jetzt können wir die anderen Hydra-Köpfe direkt angreifen. Uah. Komm schon, du gehst jetzt schnell down. Oh, und ich merke wieder, wir haben Drive. Slide doch darüber, Sora. Das wäre um einiges einfacher. Nimm das! Nochmal Guillotine. Zack! Oh nein. Oh oh. Oh, ja, ich beeil mich, ich mach schon. Nein, nö! Du kannst jetzt sofort deinen Kopf wieder aus dem Boden stecken. Tschüss! Hey, sind ja wieder zwei Köpfe, warum? Ich hoffe, dass ich ihn gerade getötet. Die Hydra cheatet. Komm, und Guillotine, zack! Ich könnte jetzt einen fiesen Cut machen, Leute, weil jetzt haben wir die 20 Minuten gerade erreicht. Ich könnte jetzt einen fiesen Cut machen. Und ich glaube, das tue ich auch. Also dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Tschüss!